die Idee der Halloween-Party. Natürlich auch im direkten Umfeld des Altschadener Friedhofs habe ich dann gemeinsam mit meiner Familie, meiner Frau und den Kindern in den letzten 6-7 Tagen diverse Aktivitäten und Licht- und Soundgeschichten installiert. Einfach mal just for fun, um uns, den Kindern und auch unseren Nachbarn vielleicht eine kleine Freude zu bereiten. Es sind ungefähr 2.500 LED-Lichterketten im Betrieb. Darüber hinaus eine Nebelanlage, mehrere RGB-LED-Spots, Blitzgeschichten. Also das, was man sich für jeden Partyraum auch schon zusammengesammelt hat. Es lässt sich mit Fug und Recht behaupten, eine gelungene Aktion. Und jetzt, wo der Grundstock an Equipment gelegt wurde, möchte ich auch im kommenden Jahr doch schon wieder die nächste Halloween-Party in Angriff nehmen. Also 2017 sollte der Startschuss sein.